Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben zu unserer Star Wars Battlefront mal kurz Anzock Session. Mein Name ist Julian und dabei ist der Tim. Hallo Tim. Hallo, hört ihr mich? Nein. Der dritte im Bund ist leider nicht dabei. Man munkelt, er hat ein bisschen was mit Shooting zu tun. Man weiß es nicht. Shooten und leveln. Shooten und leveln. Aber wir shooten jetzt auch ordentlich. Und zwar in Star Wars Battlefront. Das Spiel passt eigentlich perfekt. Morgen öffnet die Beta für alle dort draußen. Wer was Besonderes ist, durfte seit gestern schon Hand anlegen. Also der Tim und ich. Ich glaube sonst niemand. Wir haben jetzt halt nur zu zweit gespielt, denn wir sind die einzigen besonderen Menschen auf dem Planeten. Dementsprechend sah das eben so aus. Und ja, auf jeden Fall wollten wir euch heute mal ein bisschen die Beta zeigen und uns einfach dachten, hey, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Der Tim macht heute den Community-Moderator. Seid lieb. A, das, aber B auch. Also Fragen an den Tim. Tim, richtig, Fragen an mich weiter. Denn ihr seht nämlich auf meinem Bildschirm gerade, also ich bin derjenige, bei dem ihr seht, von dem das Spiel abgegriffen wird. Und damit ich mich halt hauptsächlich auf das Spiel konzentrieren kann und nicht mal wieder zum Chat rüberschiele und gucke und Fragen beantworte, ist halt der Tim, der Community Manager, da, denn seinen Bildschirm seht ihr gerade nicht. Dementsprechend gibt er dann auch die wichtigen Fragen an mich weiter. Falls es überhaupt wichtige Fragen geben sollte. So machen wir das. Guten Abend, liebe Leute. Was geht? Spielt auf jeden Fall schon mal richtig nice aus, also muss ich sagen, da bin ich doch sehr, sehr überrascht, wie gut das Ding aussieht. Ja, wir haben es ja auf der Gamescom auf der PS4 gespielt und da sah das ja schon sehr geil aus und jetzt bin ich auf die PC-Version gespannt. Ich muss mal ganz kurz noch, also ich stehe ganz kurz still. Oh, und wurde natürlich getötet, sehr gut. Ganz schnell noch was anderes einstellen hier bei meinem Twitch. Zack. Was hat ihr von News zu Pete's Meat? Ich weiß gar nicht, cool. Was ist da los gewesen? Was der, ist mit der, nee, der, ich glaube, der Hardy, der macht jetzt sein eigenes Ding. Das war der Schöne von denen, ne? Ja. Den habe ich mal getroffen, 2013 auf der Gamescom. Dann hoffen wir mal, dass du nicht irgendwann deinen eigenen Podcast machst, wo du der Schöne von uns bist. Der Schöne von euch zu sein, ist aber jetzt nicht die Leistung. Du Basti. Wow. Gleich beliebt gemacht. Ja. Jetzt heißt es wieder, ja, Tim ist ganz schön arrogant und das ist gar nicht, der ist gar nicht bescheiden und schüchtern, der ist total selbstverliebt. Hä, aber das bist du doch auch. Ja, eben, sag ich ja. So, Jules, bist du da jetzt zur Station hingegangen? Ja, da bin ich gerade hingegangen, hast du doch wohl gesehen, wieso fragst du denn so blöd? Ja, bei mir ist der Stream ja noch ein bisschen verzögert, deswegen frage ich so dumm. Verstehst du? Nein. Also mehr nicht, also Hardy macht seine eigenen... Deinen eigenen Stream, Quatsch, Let's Play-Kanal oder was? Ja, genau. Einfach okay. So, weil er es kann. Baut im El Arroganto. Ich muss selber sagen, ich will jetzt auch erstmal, also ich fange jetzt. Okay. EA Exo liefern. Anscheinend spielen noch ein paar der Entwickler mit. Ich habe heute schon ein bisschen das Ding gezockt. War aber erstmal sehr angetan von der Optik und wie es aus wirklich gespielt, habe ich es noch nicht. Was ich finde, was man positiv vermelden kann, es spielt sich nicht wie Battlefield. Was ja was ist, wo man halt wow. Das dritte Mal, dass gekillt wurde. Du meinst es von der Steuerung her? Nee, ich meine vom ganzen Feeling her. Also nein, es ist schon ein Battlefield. Man merkt schon, dass es ein Battlefield ist unter der Haube. Aber es steuert sich trotzdem anders. Es spielt sich anders. Es hat nicht diesen krassen Battlefield-Feel dabei, sondern es fühlt sich wie ein eigenes Spiel an. Es fühlt sich nicht an wie zum Beispiel die alten Battlefront-Teile. Das ist jetzt einfach, also selbe Engine und sowas, dass einfach jetzt was anderes drüber gelegt wurde. Mhm. Sondern, dass sie es wirklich hingegangen sind und gesagt haben, ja, ich hab's gehört, und gesagt haben, ja, wir nehmen unsere Engine, aber wir sorgen dafür, dass sich das Spiel eben nicht wie Star Wars Battlefield anfühlt, sondern wirklich wie Star Wars Battlefront. Und zumindest jetzt an den ersten Beta-Drücken scheint es wirklich gelungen zu sein. Tschüss! Du bist oft am Sterben, ne? Nein. Zuerst mal hört ihr uns überhaupt. Oh, wer ist schon wieder alles da ist hier? Liederlinda, Pinguin Pit, Vasco da Gamer ist auch wieder dabei.
Mr. Nick. Hallo, ihr tollen Menschen. Schön, der Buffinator ist auch immer da. Aber gerade verrecke ich auch hauptsächlich, das ist das Spiel schuld, weil ich irgendwie immer da spawne, wo gerade ein ATS mir direkt ins Gesicht schießt. Natürlich. Immer sind die anderen schuld. So ist es. Wow. So, ich habe mir sagen lassen, man darf bei Twitch keinen Alkohol trinken. Wer hat das denn gesagt? Du hast mit mir gemeckert. Wieso spielt er denn Luke Skywalker? Ich will auch Luke Skywalker spielen. Ist das schwierig, die Darth Vader und Luke Skywalker zu spielen, also die freizuschalten? Ist das sowas, so ein Killstreak, den man sonst... Ja, genau, man muss halt so ein paar Sachen machen, wieso schon ein Killstreak oder ähnliches. Ich glaube, man kann ja auch Power-Ups aufnehmen, die dann dafür sorgen, dass man halt auch in der Runde den Juten Luke spielen darf oder den Vader. Der Rox545 fragt, wann streamt ihr denn immer? Ich sehe das heute zum ersten Mal. Ja, das mit dem Stream ist ja noch so eine Sache in den Kinderschuhen. Da fangen wir jetzt so ein bisschen mit an, sammeln Erfahrungen. Jules ist Experte. Max, das kennt man auch schon vom Stream. Ich bin da noch nicht so drin in der Thematik, aber wir üben noch so ein bisschen und wir schauen mal, wie das ankommt. Und wenn ihr alle lieb seid und wenn wir unseren Job ganz einigermaßen gut machen, dann machen wir das auch öfters. Aber wir wollen uns ja jetzt noch nicht festlegen, wie oft wir das jetzt machen. Genau, aber heute ist halt die Battlefront-Beta da oder schon gestern und da haben wir gedacht, zeigen wir euch das mal. Ich habe sie auch, möchte jetzt aber erstmal nur gucken, was der Jules da macht. Und wir machen einen eigenen Let's Play-Kanal, nennen wir Tim's Meet. Machen wir das mal. Moment. Der Buffinator schreibt, mein erstes Mal heute beim Pack. Hab die letzten zwei Wochen alle Podcast-Folgen nachgeholt. Das ist krass. Ach, okay. Aber das habe ich schon von vielen gehört, dass die Folgen nachgeholt haben und dann ganz viele hintereinander. Kann ich nicht nachvollziehen. Da muss man durchdrehen. So viel Hass und so viel Müll. Blödsinn. Ja, so viel Müll. Tatsächlich ist es lustig, dich sterben zu sehen, Jules. Von daher. Ja, so ein bisschen wie Huhn ohne Kopf, ne? Genau. Es gab ja wirklich so ein Huhn, das hatte... die Musik. Entschuldigung. Ja, es ist schon dieses Star-Wars-Feeling sofort da, ne? Das ist echt geil. Oh, ich bin einfach gerade in einen Haufen Gegner reingesprungen. Wow. Naja, gut. Das ist übrigens Wasser. Das glaubt dir keiner. Kein Uso. Und die AT-ATs, die werden festgesteuert, ne? Das sind, die laufen wie auf Schienen, ne? Die kann man nicht genau, selber... Genau, die AT-ATs laufen auf Schienen, soweit ich weiß, aber die AT-STs kann man wohl steuern, die kleineren von beiden. Okay. Hey, ich habe einen gekillt! Nach 30 Spielminuten und 50 Toten. Du, ist es richtig so, dass man irgendwie die Hälfte vom Zimmer sieht und so ganz klein meine Fresse? Weil guck doch auf dem Bild. Ja, sieht halt aus. Also so habe ich es von Skype ab. Leider konnte ich es nicht anders abnehmen, sorry. Sonst hätte ich es auch gern anders abgenommen. Okay, seltsam. Bin ich die Einzige ohne Ton und Bild? Alles gut hier. Ich denke schon, so. Das wäre sonst sehr unangenehm. Unangenehm! Besonders, weil wir die ganze Zeit Fragen beantworten, die Leute die ganze Zeit das Gesehene kommentieren. Also ja, wirst du leider die Einzige sein. Ich würde bei dir etwas von der linken Seite abschneiden. Ja, ich auch, nur leider habe ich da keine Macht. So. Ja, ich spiele gerade jetzt. Genießt einfach das Spiel, Leute. Keine dummen Ausreden, Jules. Dein Spiel kann man doch gar nicht genießen, so was du hier veranstaltest. Wow, wir können gleich gerne mal tauschen. Mach uns doch keine Schande hier. Bist du schon Darth Vader begegnet? Nee. Aber der läuft hier irgendwo rum. Ah, ne? Doppelkill. Weiß ich ehrlich gesagt. Also Luke Skywalker lief auf jeden Fall eben rum. Wie gesagt, also es hängt wahrscheinlich mit Killstreaks und so einem Kram zusammen. Also im zweiten Teil war es ja dann immer so. Oder nee, im ersten war das, glaube ich. Darth Vader hat das Schlachtfeld betreten. Hast du dann immer gehört. Und irgendwann hast du ihn getroffen und wurde sofort gekillt. Ja, stimmt. Defend that
Hat übrigens auch super geklappt, mein Plan, dass du dich um den Chat kümmerst und ich spiele, damit ich nicht abgelenkt bin. Wo du vom Teufel sprichst, da ist Darth Vader. Und hat mich einfach gekillt. Nice. Aber so richtig, ich habe auf ihn geschossen und er hat einfach seine Schüsse zurückgelenkt und mich dann gekillt. Ich möchte auch Darth Vader spielen und ich möchte den Skywalker spielen. Ich möchte keinen doofen Rebellen oder doofen Sturmtruppler, die eh alle ersetzt sind. Oh ja. Yeah. Krass. Ey, Vader sieht schon geil aus in dem Spiel hier. Als würde irgendwer hingehen und sagen so, ja, nee, ich spiel lieber eine Sturmtruppe. Guck mal, der Pinguin Pit ist wieder frech. Wolfgang, ich soll dir liebe Grüße von der Julie bestellen. Jules natürlich auch. Oh, Julie. Wer ist Julie? Julie kennt man doch. Ist auch eine sehr liebe Hörerin. Und fleißige Twitter Kommentarin. Oh, was ist so ein Quatsch? Kommentatorin? So. Ja. Das ist eine neue Worte. Schlaganfall? Kommentarin? Guck mal. Buffy Nader. Vorhaut, Spock, Spastis, Schnüffel der Kotz-Stories, Scheiße-Stories in Frankfurt, Humor der Extraklasse. Vieles, was hängen geblieben ist. Ja, ich bin auch etwas hängen geblieben. Kommentatorin. So. Kann man denn sehen, wer gerade führt? Normalerweise ist doch immer so eine Punktanzeige. Ja, und zwar die nicht wir, glaube ich. Ja, nicht wir. Also ich sehe, man sieht es oben. Wenn ihr guckt, da ist so eine. Sind so, die drei Leiste? Punkte und die Leiste, okay. Und ne, die ist ja gerade. Also seid ihr ziemlich am Arsch. Ja, also. Aber ich muss eh sagen, dass ich fürs Imperium Stimme bin, von daher. Also bist du ein Nazi, ne? Genau, so funktioniert diese Analogie, Tim. Danke, dass du sie uns nochmal erklärt hast. Orbital Strike Incoming. Das hört sich danach an, als werden wir jetzt alle ziemlich auf den Sack kriegen. Ich fand früher aber, schon als Kind fand ich die Bösen immer viel cooler und viel geiler. Ja, sag ich ja. Und wenn ich gespielt habe, wollte ich auch immer die Bösen sein. Ich glaube, mein Handy spinnt gerade hier mit Störgeräusch. Flugzeugmodus. Okay, und ein AT-AT können sich übrigens auch die Spieler reinsetzen. Musste ich gerade schmerzhaft feststellen. Nice. Nicey McNicenstein. So. Liederlinda ist gerade Captain Obvious. Tja, Tim, den zweiten Namen zu verraten war wohl ein Fehler. Ja, es war ja nicht meine Wahl. Das Ding ist ja, im Podcast ging das so ein bisschen unter, aber ich habe ja wirklich zu dir gesagt, du sollst bitte niemandem sagen. Und du droppst das einfach mal im Podcast. Ja, aber ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich das irgendwie gar nicht mitbekommen habe, dass ich das, also dieses so, also dass du es ernst meintest mit dem niemandem sagen. Ich bin mit Absicht in diesen TIE Fighter reingesprungen, weil ich wissen wollte, ob das funktioniert. Genau. Deine Ausreden, Jules. Du wirst es gleich sehen. Ich hab sie so satt. Ich hab hier geplört, mein Schreibtisch ist nass. Wieso funktioniert die 2 nicht? Oh Mann. Bin mittlerweile 19 Mal gestorben. Ich sehe, es gibt Leute, die sind viel, viel schlechter als ich. Von daher alles gut. Naja. Aber guck mal, ganz ehrlich, wie der Schnee auch aussieht und so. Also meine... Ey, ich habe was gezeigt. Mann, Olafmeister. Cheatest doch eh. Einfach allgemein, ich würde es gleich zeigen, gleich mal auf Tatooine. Finde ich auch super krass, also wie viel Detail da drin ist. Auch wie die Sturmtruppen aussehen, die Stormtrooper. Was ich jetzt gerade noch nicht ganz durchgestiegen bin, ist so, also eben sind wir im Hangar gestartet, dann sind wir im, sind wir draußen wieder gestartet. Wie das irgendwie entschieden wird, denn der Hangar ist ja jetzt wieder zu. Keine Ahnung. Nee, ich auch nicht, sag ich ja. Du bist auch eher so ein Hangar-Kid, ne? Hangar-Kid? Den raff ich nicht. Hangar-Kids. Die Beta für PS4 sollte eigentlich ab heute preloadbar sein. The Supporter X. Oder The Supporter X. Oh. Wow. Ich habe mich gefreut, dass ich einen Comeback-Bonus kriege. Mach immer die Hände hoch, wo steht Defeat?
was du dich auch super gut rüberkommst. Ja, wir wurden besiegt, das freut mich total. Yay! Naja. Kriech der Sterne. Kriech. Kriech, da kriechen die kriechische Krätze. Wo finde ich den Download? Ja, das wirst du schon irgendwie hinkriegen. Google. Ja, Entschuldigung, aber... Das ist eine, einfach so die beste Antwort. Guck mal, was für ein geil edles Faultier das war. Mit Monokel und Zylinder. Der gar edelherr. Ja, das ist, das war jetzt mal voll in die Kerbe gegriffen. Ich spiele einfach gegen die künstliche Intelligenz und stell die auf einfach. Da kommt es auch so rüber, als wüsste ich genau, was ich mache. Oh, ich kann es nicht, ich kann es bei den Imperialen spielen, okay. Ja, dann spiele ich bei den Imperialen erstmal eine Runde. Kann ich mal so langsam was anderes mitnehmen? Spiel mal Darth Vader. Ich gehe mal hin und spiele mal den Imperialen. Und dann gehe ich hin und, hier, hol mir diesen Thermaldetonator. Unlockpreis. Ja, dann gib ihn mir doch. Boah, die sehen so scheiße aus, oder? Wer? Die Snowtrooper. Findest du? Meinst du jetzt allgemein oder im Spiel jetzt hier? Die sehen doch aus, als hätten sie so einen Pisspot auf dem Kopf. Ja, das stimmt. Ich merke schon noch ein paar mehr mehr Level-Ups. Ein paar mehr Level-Ups. Okay, jetzt hole ich uns mal Darth Vader, damit ihr den sehen könnt. Kein Problem. Mach das. Kein Problem für mich. Kann ich hier auch in diesen AT-ST... den AT-STD rein? Nein, kann ich nicht. Warte. Wir wissen noch nicht, wie lange wir streamen. Je nachdem, wie wir Bock haben, wie ihr Bock habt. Und deswegen... es wird jetzt jedenfalls nicht bis spät in die Nacht so. Das kann man schon mal sagen. Shit. Ich glaube, der kann dich auch selber Platz stampfen, ne? Oder? Das weiß ich nicht. Also hat es gerade nicht gemacht. Guten Abend, Caro ist da. Sharks HD. Hallo. Die gute Caro ist Mod, seid lieb. Sei ich am 21.10. im Kino? Was ist da, was kommt denn am 21.10.? Keine Ahnung. Kannst du mir sagen, was da ist? Dieses Datum sagt mir gar nichts. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich nicht im Kino. Am 18.12. kommt Force Awakens, deswegen. Zurück in die Zukunft. Transformers, ich hab das Transformers, das neue Devastation heißt es, ne? Oder? Nee. Doch, das neue ist Devastation, das war richtig. Habe ich schon runtergeladen, habe ich noch nicht angemacht. Ich habe ein bisschen Drake gespielt heute schon. Liebe die Teile, ja. Ja. Ja, es war sofort wieder dieses Uncharted-Feeling da. Ja. Und für Uncharted-Fans gibt es in der nächsten Folge auch so einen kleinen Bonus, ne? Oder? Und einen Kuss. Und einen Kuss. Hallo, Plauko, du Basti. Plauko ist Philipp, ne? Philipp, den wir in der ersten Folge Better Call Pack dabei war. Das kann sehr gut sein. Hallo, Philipp, Andreas. Ja, Caro, alle waren brav. Aber falls nicht, schwingst du wieder den Bannhammer. Hab Tickets am Start für Zurück in die Zukunft und freue mich, wie die Holz. Hab ich doch eben schon gesagt, Jules. Ja, ja. Jetzt tust du so. Hab ich doch eben gesagt. Dass du so tust? Wow. Wieso kann ich denn? Ich würde halt auch sehr gerne mal in so einem TIE Fighter fliegen oder sowas, aber das scheint nicht. Da muss man besser spielen. Ja, geh ich von aus.
Da muss man halt für spielen können. Ja. Aber Luke und Vader sieht man echt selten gerade, ne? Ja, aber ich denke, das ist recht normal, oder? Ja, wäre sonst auch kacke, ne, wenn du ständig umgebracht wirst. Naja, das und dem muss man sich das ja auch irgendwie... Aber die kann man schon töten, oder? Oder ist das nur so eine Zeitsache? Ja, ich hatte davor, Vader hatten wir eben gekillt. Ach so. Da war doch gerade einer, wo ist der hin? Der cheatet bestimmt. Ah, da ist ein Skywalker. Hat mich gerade gekillt. Und ich muss ganz dringend besser werden, bis dieses Spiel rauskommt. Denn so wird das gar nichts. Hier, ich schieß mal nicht auf ihn, damit ihr ihn ein bisschen sehen könnt. Da ist Luke Skywalker. Der ist jetzt eh fast tot, deswegen schieße ich nicht auf ihn. Okay, das war's schon. Hallo Mannix. Oder M4 Nix. Lalilulailo. Lalilulailo. Ihr Bastis. Und schau. Anerkennen Skywalker. Ich habe leider gelacht. Im Heidepark Soltau war ich mal. Da war habe ich gerade eine Brezel gegessen und Pause gemacht. Und da war so ein Spielplatz. Und da war so ein richtig dickes, hässliches Kind, das alle anderen Kindern immer geschubst und gestört hat und genervt hat. Und die Mutter hat immer gerufen, das Kind hat nie reagiert. Anakin! Anakin! Lass das! Anakin? Anakin! Anakin! Weißt du, was sie ganz oft gesagt hat? Anakin? Anakin! Das war so schlimm. Wow. Auch nicht so Anakin oder so, sondern Anakin! So A-N-N-E-K-I-N-N. Anakin! Man hinterlässt leider keine Fußspuren im Schnee. Ist das so, Jules? Doch. Guck. Wow, jetzt bin ich gekillt worden. Warte, zeige ich jetzt. Wenn du guckst. Seht ihr? Hinterlässt Fußspuren im Schnee. Auch wirklich recht, also dynamisch. Das ist auch nicht irgendwie, es ist nicht was Vorgerendertes, sondern scheint das jedes Mal erneut zu berechnen, wenn der Stormtrooper oder in dem Fall der Snowtrooper drüber geht. Pinguin Pit schreibt jetzt eine E-Mail an EA und sagt, Entschuldigung, dass ich gelogen habe. Man hinterlässt Fußspuren im Schnee, es tut mir leid. Ich werde mich bessern. Wow. Der ist aber schön weit geflogen. Auch Dullis schauen Star Wars. Nein. Da hat er schon recht, ne? Ja, ein bisschen. Ich meine, wir beide sind der lebende Beweis dafür. Stimmt. Bei uns ist es auch immer schwierig durchzusteigen, was jetzt eine Beleidigung ist und was Positives ist. Also Basti und Dulli sind ja nicht generell negative Sachen. Aber als Faustregel kann man sich einfach merken, es ist nichts positiv gemeint. Es ist nichts beleidigend gemeint, wow. Doch, alles. Alles. Aber ganz ehrlich, ich finde das Spiel wunderschön. Also, nein, das ist Luke Skywalker, geh weg, Luke Skywalker. Luke Skywalker ist auch wunderschön. Für eine Frisur. So ein... Basti! Bei einer Fotzenknecht gesagt, ich weiß nicht, wie ich das Wort komme. Es wäre auch nicht gut, wenn du ein bisschen Fotze sagst. Nee, hab ich jetzt auch nicht gemacht, sag ich doch. Zum Glück hast du nicht Fotze gesagt. Nee, Fotze wollte ich eh nicht sagen, sondern Fotzenknecht. Ja, ist auch besser, wenn du Fotzenknecht sagst, als wenn du Fotze sagst. Warum das? Weil sagt man, im Stream sagt man sowas wie Fotze nicht. Okay. Hast du was gegen Fotzen, Tim? Nee, gar nicht. Die sind vorzüglich. Wow. Ich nehme immer diese Dinger auf und irgendwie, ich raff nicht so ganz, was ich damit machen soll. Aber ich meine, ist ja nichts Neues, dass ich irgendwelchen Kram nicht raffe. Dass du irgendwelche Dinger klaust. Dass ich irgendwo hingehe. Das Erstgesagte ist oft das, was man wirklich meint, Jules. Wow, hat das irgendwer vorne aus dem Konfuzius-Buch abgeschrieben? Wahrscheinlich.
Meine Teamkameraden sind alle nutzlos. Was ist eine Gummipuppe mit weißen Augen? Voll. Jo. Den kann ich noch nicht. Maykay oder Maykay fragt, und hat Julian das Spiel schon durch? Ja. Dreimal, ne? Ja, ich spiel's gerade in Absicht von vorne, damit ihr ein bisschen was davon sehen könnt. Der Imperator ist der Endgegner. Das wäre richtig cool. Ich hoffe ja eh, dass, also ich meine, da wird die EA sich bestimmt nicht lumpen lassen und werden da hingehen und So, Trinkspiel, wir machen jetzt ein Trinkspiel raus. Jedes Mal, wenn Jules sagt, hingehen, wird getrunken. Und ein Force Awakens DLC rausbringen. Das glaube ich auch, und der wird 80 Euro kosten. Ich zahle sogar 180 dafür. Ja, würde ich auch. Solange ich dann Kylo Ren spielen kann. Aber es gibt ja auch hier, ich habe ja jetzt so ein Force FX Lichtschwert. Das gibt's ja auch von Kylo Ren. Habe ich mal gesehen, aber kostet jetzt schon 260 Euro das Teil, ne? Das ist unfassbar, ja. Schwing, schwing, schwing. Schwing. Wayne's World. Schwing dein Ding. Du bist gar nicht mega laut und super angenehm in den Kopfhörern. Danke, Tim. Oh, das ist Darth Vader. Darth Vader muss das Lichtschwert wechseln. Hier, da ist Darth Vader, wie ihr sehen könnt. Ich renne immer hinterher, um ihn anzugucken. Wow. Fällt mega laut. Es tut mir leid. Ein bisschen. Tim, die E-Mail an deine Adresse vom Rumble Pack ist raus. Er sollte es das EA schicken, nicht mir. Du Borsti! Lieber Tim, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, dass man keine Fußspuren im Schnee hinterlässt. Ich hätte besser hinschauen müssen. Bitte nimm die Entschuldigung an, du Basti. Küsschen aus Nüsschen, der Pinguin-Pit. Dankeschön. Und das bitte an EA. Aber auch bitte mit Hallo Tim. Genau. Einfach genau so, um den Kunden von EA total zu verwirren. Ich weiß ein neues Spiel für diesen Stream. Jedes Mal, wenn Jules stirbt, trinkt Julian einen Schnaps. Ja, nee, Tim. Er hat sich korrigiert, Tim. Mein Schnapswasser. So, Buffinator macht gerade so einen Benny Borg-Witz, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Benny! Lasse! Ah, ich glaube, wenn ich das Ding jetzt hier, wenn ich bis hierhin überlebe, dann darf ich auch so ein Ding fahren. Nein, Power-Up AT-ST. Ich raff das nicht. Jetzt habe ich ein Power... Wofür habe ich denn AT-ST? Doch, aha. Na endlich. Yay! Ich habe ein AT-ST. Du, das kannst du mal in Third Person spielen? Spiele ich gerade. In Third Person. Ja, jetzt spiele ich gerade in Third Person. Achso, Entschuldigung, bei mir ist der Stream noch nicht immer auf dem neuesten Stand. Ja, ist ja nicht mein Problem. Du bist ein richtiger Penner. Richtig grantelig bist du. Grumpy McRumpenstein. Ah, von mir ist Darth Vader und jemand hat einfach seine Kills weggenommen. Aha, schon ist das Spiel um einiges einfacher, wenn man so eine dicke Maschine unterm Hintern hat. Darth Vader macht ja einen nach dem anderen platt, ey. Ich hab grad Luke Skywalker getötet und fühle mich jetzt mega schlecht. Du spielst auch mega schlecht. Die Fresse. Gibt's eigentlich noch andere Karten außer Hoth? Jetzt in der Beta gibt's Hoth und noch die andere zeige ich gleich. Tatooine, glaube ich, ist die andere. Okay, jetzt weiß ich aber, also man hat hier überall Power-Ups rumfliegen und dann kann man halt, wenn man der Schnellste ist,
halt ein AT-ST, AT-AT oder ein TIE Fighter fliegen. Und eben halt das Äquivalent der Rebellen. Die da heißen? Der X-Wing und der Y-Wing. Y. Wa. Why is it called Y-Wing? I don't get it. Power of Blaster. Das sieht aber gut aus für die Rebellen. Für dich nicht, Jules. Nee, ich glaube gerade, wir sind ja die Blauen. Dieses Mal nicht die Roten. Wir sind, glaube ich, ich dachte gerade, alles nur wegen mir, weil ich auf Platz 13 von 20 bin. Was hast du da für ein Shirt an, Jules? Zeige ich gleich. Hast du da von dir, hat jemand gefragt oder ist das deine Frage? Das ist meine Frage. Interessiere mich auch für dich. Da ist ein Drache drauf. Und zwar von dem Spiel. Hast du kein einziges Star Wars Shirt? Oh, ich habe sehr, sehr viele Star Wars Shirts. Und du hast gedacht, es ist nicht nötig, dass du eins anziehst. Weißt du, ich habe hier meine Lichtschwerter ausgepackt, meine Disney Infinity Star Wars Figuren. Hier. Aber du hältst es nicht für nötig, mal ein Shirt. Ja, Smite Shirt, ja toll. Wow. Basti. Der rote Drache mit eiskaltem Blick. Tim hat sein Lichtschwert ausgepackt. Wow. Wow. Oh. Sein Lichtschwert ist bestimmt sein Penis. Das ist ja Kylo Ren. Am Anfang fand ich das Lichtschwert ja mega dumm, ne? Aber ich hab mich dran gewöhnt. Ich hab da Bock drauf. Auch mittlerweile finde ich es auch recht cool. So, quit. Jules sieht man ohnehin nicht von der Brust abwärts, also wen Jux, was er für ein Shirt trägt. Danke, Caro. Fall mir noch in den Rücken. Sehr gut. So, es heißt nicht Laserschwert, es heißt Lichtschwert. Oh, jetzt kann. Ich glaube, in der ersten Setzung, über den allerersten Krieg der Sterne-Film, da hieß es noch Laserschwert. Genau. Nehmen wir feines Jedi. Pinguin Pit, ich habe tatsächlich das Schwert von Finn. Das müsste ja eigentlich auch irgendwo liegen. Moment. New Starker, cool. Das möchte ich haben. Aber ich möchte viel lieber das Jetpack, hat Jumppack da. Aber 5, natürlich. Nehme ich halt das. So, hier ist der Third Person. Aber jetzt, wenn man guckt, also wirklich, wie nice es aussieht mit den Effekten. Wie geil die Stormtrooper aussehen. Also, holy shit. Holy shit, man. Holy shit. Oh, ups. Bin ich in Mini-Salat gefallen, der mich gerade frisst. Aber da hat sich. Ein Mini-Salat? Salak, die Sandmuschi. Ja. Oh, das sieht da echt hübsch aus da. Ich glaube, jetzt gerade so ein reines Deathmatch-Ding. Ah! Wieso schießen sie auf mich? Was habe ich ihnen getan? Desert, mein Mikro hängt gerade so, wie es während Podcast-Aufnahmen. Habt ihr das gesehen? Ey Tim, ich habe gerade einfach, du wirst es gleich sehen, ich habe gerade einfach einen thermalischen Auto aus Scheiß geworfen. Und natürlich direkt jemand mitgetroffen. Hätte sagen sollen, das war mega geplant. Nee, das wäre gelogen. Ich lüge nicht. Das wäre mir neu. Charge, was machen diese Charges? Ah, okay, dann habe ich jetzt habe ich noch mehr Ionenschüsse. Desert B52. Ich kann mein Mikro schon anders hinstellen, aber das ist mega umständlich.
weil das ist so podcastmäßig ausgerichtet. Wenn ich da jetzt viel dran rumfummel, da habe ich hinterher mehr Arbeit. Ich habe Bock drauf. Möchtest du denn mein Gesicht sehen? Das möchte doch niemand. Von daher ist doch gar nicht so schlimm. Also super geil, dass sie den Soundtrack benutzen. Also ja, ich meine, alles andere wäre auch Schwachsinn so. Ja, ja, so, aber ich finde es trotzdem cool, weil es passt halt auch super gut. Ah, schade. Jules, du musst natürlich jetzt das Mikro irgendwie anders hinpacken. Einfach nur, um dich zu ärgern. Ja. So, ich hab's jetzt auch gemacht. Jetzt hängt's noch mehr vor der Cam. Das Problem ist, ich sehe den Kameraausschnitt ja auch ganz anders. Ja, das stimmt. Was keinen Sinn macht. Gewinnen wir? Ja, wir gewinnen gerade, okay. Hey, und ich bin von 7 Platz 7. Oh. Weil ja, ganz ehrlich, momentan flasht mich doch sehr, wie krass gutes Spiel aussieht. Ja, das stimmt, muss ich auch sagen. Sehr, sehr hübsch. Boah, und in so einem Gewand jetzt ein. Wow. In so einem Gewand jetzt ein neues Jedi Knight. Du meinst Jedi Knight? Oh, Jedi Knight war auch immer geil. Genau. Ja, ich sag immer Jedi Knight, weil ich hab's damals wirklich gespielt, als es rauskam, da war ich 6, 7. Ja, das hat sich so eingebürgert, so Jedi. Jedi Knight. Wieso denn Jedi Nacht? Naja, auf jeden Fall, ja, Jedi Knight, das wäre der Hammer. Also so wirklich damals, das sind immer noch meine Lieblings-Star Wars-Spiele, besonders der zweite Teil, Jedi Outcast. So, oh, wollte ich gerade sagen, das ist mein Lieblingsteil, das ist der beste. Bei Jedi Academy fand ich auch die Kampagne sehr geil. Ja, hat mir auch gut gefallen. Besonders, dass du, ich meine, es war zwar ziemlich plump. Oh, scheiße. Ja, war zwar ziemlich plump wie, aber man konnte sich halt ja entscheiden, ob man am Ende böse wird, gut bleibt und so weiter und so fort. Das fand ich recht aber cool. Wie dumm das war, dass der Charakter Jaden hieß, damit er männlich und weiblich. Das ist halt ein androgyner Name, so wie Jules. Ja, aber oder Jaden. Wolfgang. Jaden klingt halt das so wie hierbei. Das. Wer heißt denn noch Jaden? Ich komme gerade nicht drauf. War das nicht der nervige Typ aus... nee, der ist anders. Jaden Smith von Will Smith. Ja, ja, wer war denn noch Jaden? Aus irgendeinem Videospiel, aus irgendeinem... War das aus Beyond Two Souls? Nee, der hieß anders. Der hieß Aiden. Aiden, genau. Egal. Aber ja, ich fand's okay. Ich habe immer ein Twi'lek-Mädchen gespielt. Wolltest du nur mal ein Mädchen mit Fleischpeitschen sein? Genau das. Sagt einiges über mich aus, merke ich gerade. Mhm. Hier, die Gelben sind, glaube ich, Entwickler, ne? Die dieses Gelbe über dem Kopf haben. Stormtrooper haben das entwickelt. Genau. Ich meine wirklich, also ich weiß, es hört sich so, als würde ich mir so auf die Grafik sein abwichsen, aber das tue ich ja gerade wirklich. Alleine wie der Stormtrooper, wie authentisch die einfach aussehen, ist der Hammer. Jetzt kann der November nicht schnell genug kommen. Hm, da bist du zu weit hingegangen. Insbesondere, weil ich mir denke, dass die Macht in uns stark genug ist für das Spiel. Oder, Tim? Ja, sehr. Diesen Gag wird man erst später verstehen. Viel später. Ja. Aber ich sag mal so, wir haben uns da was ganz Feines ausgedacht, wenn das Spiel rauskommt. Was ganz Feines. Niederländer sagt, Fleischpeitsche ist auch so ein furchtbares Wort für Penis. Ach, das ist ein Wort für Penis? Mhm. Ach, das wusste ich gerne. Um Hotte 81 wird gleich gesperrt für diesen spöttischen Kommentar zu unseren Reviews. Sperr? Hi, und wie ist das Spiel? Genre-Fans reiten zu und der Rest spielt Probe. Also die Standard-Quintessenz bei jedem Spieletest in eurem Podcast. Oh, das sind aber große Worte hier. Hat wohl jemand studiert? Wow. Denkst du, du bist besser als wir? Dann geh doch zu den anderen. Die dir 3 Kilometer
Text um die Ohren ballern und auch wissenschaftlich abgehandelte Formulierungen, warum das Spiel 83% bekommt und nicht 82%. Geh doch dahin, du Hotte. Onkel Hotte. Hotte Hü, Hotte. Hotte Hotte Reiter. Ja, Hotte auch bereit. Hotte Hotte Hü. Aber um deine Frage trotzdem ernst zu oder ehrlich zu beantworten. Ernst zu beantworten. Nee, das ist eine doofe Beta. So viel kann ich dazu nicht sagen. Ich kann sagen, ja, spielt die Beta, die ist kostenlos. Egal, ob ihr Fans seid oder nicht. Shooter-Freunde werden auf jeden Fall ihren Spaß an dem Ding haben. So von daher. Alle anderen spielen Probe. Genau. Naja, Beta ist ja Probespiel. Stimmt. So, von daher, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich das Ding suchten werde bis zum Umfallen, zumindest einen Monat lang oder so. Du kannst deswegen jedem Genre-Fond empfohlen. Hey, Party People! Oh, man kann auch hauen, aber wie? Wie kann man hauen? Ah, mit V. Man kann hauen. Hauen. Hauen macht man aber nicht. Ach so. Frau so und so, der haut. So nicht der haut mich, also einfach nur der haut. Das sag ich. Das hör auf, Julian, oder das sag ich. Ja, Julian, wir haben gewonnen. Hör auf. Ich bin MVP. Du bist nicht mehr mein aller bester Freund. Hast du Hotte outgetimed? Ja. Was war doch ein Spaß von ihm bestimmt. Arme Hotte. Hotte hat gerade ein Schimpfwort benutzt. Fleischpeitsche? Nee, also steht Message deleted. Ach, das warst du gar nicht. Das ist automatisch passiert, weil er ein Schimpfwort benutzt hat. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ich weiß nicht. Ich habe übrigens, wenn man es sehen kann, gewonnen. Ja, das auch. Aber ich habe Spekulatius. Spekulatius. Spekulant. Achso, Caro sagt gerade, er hat nur ein Timeout kassiert. Wenn es ein Spaß war, dann ist er bald wieder da. Ich weiß gerade nicht, was genau, aber es wird seine Gründe haben. Darf man Spekulant überhaupt sagen? Wieso sollte man das nicht sagen dürfen? Leidet man nämlich irgendwelche Gruppen? Einfach Leute mit spekulanter Behinderung oder sowas? Ja, das sind ja Leute, die spekulieren und Geld verzocken. Ah, siehst du? Die haben jetzt alle beleidigt. Ja. Die Spekulanten. Auf mich wird geschossen! Mist. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt gar nicht diskutieren. Das war wirklich nur ein Spaß. Und das Timeout war wahrscheinlich dann auch. Alter Tim, ich komme dir nach Bremen. Oder wo wohnst du jetzt in Augsburg? Ich komme dir nach Augsburg. Bremen war schon richtig. Du Basti. Das war ein Spaß. Ja, wir haben ihn gecaptured, ganz ohne meine Hilfe. Sind alle verwirrt, weil ich zwei Lichtschwerter habe. Nicht nur eins. Bist du der Typ aus der Doku mit den zwei Fleischpeitschen? Doku? Kennst du es nicht? Ich hab irgendwie letztes Jahr auf. Keine Ahnung, wo das lief, aber. Der Typ hat halt einen Gendefekt und ist mit zwei Fleischpeitschen geboren worden. Funktionieren auch beide? Ja. Wahrscheinlich sogar besser als meine. Als meine eine. Ist ja auch nicht schwer. Das stimmt. Ah, da ist so ein Power-Up. Da hat er irgendwie nichts gemacht. Danke, Power-Up. Wenn ich das nächste Mal wieder in Bremen sein sollte, gehören die Lichtschwerter mir.
Hahaha, das wüsste ich aber. Die verteidige ich mit meinem Leben. Mit meiner Fleischpeitsche. Guck mal, hey. Karo sagt das Gleiche. Sie will auch. Alle wollen meine Lichtschwerter klauen. Was soll denn das? Das war bestimmt nur ein Synonym. Meinst du eigentlich, wenn jemand bei mir einbricht, ne? Und es ist stockfinster und ich mache einfach so ein Lichtschwert an. Meinst du dann, die Person hat Angst? Ich kann damit Einbrecher verscheuchen? Aber es sieht ja schon echt aus, wie ein echtes Lichtschwert im Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ernst gemeint ist oder nicht von dir. Das meine ich vollkommen ernst. Ah, okay, ja, dann ja, ist meine Antwort ja. Nee, aber wenn es ein sehr dummer Einbrecher ist und lieber vielleicht kein Risiko eingeben möchte, dann denkt er, oh, der hat eine gleißende Klinge da in seiner Hand, dann hau ich mal lieber ab und lass alles Geld fallen, alle Tausender. Der hat eine glühend heiße Klinge in der Hand. Ja. Ich habe ein Lichtschwert, das vibriert, wenn man dagegen schlägt und das Licht flackert. Es vibriert. Bist du sicher, dass es ein Lichtschwert ist? Die Lichtschwerter, die du hast, Tim, wie groß sind die eigentlich so im Durchmesser und sowas? Wie ein echtes. Und sind die leicht einführbar oder brauchst du dabei Hilfe? Naja, kommt, da kannst du drauf an, was du machst. Guck mal. Warum leckt das so? Ist das Xbox? Wow. Er dachte sich ja, haut einfach mal einen raus. Klopft jetzt auf die Schulter und sagt, ich bin so clever. Ha, 06. Wow, unangenehm. 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 Wow, Tim, das gleiche wollte ich auch sagen. Unangenehm. Ich weiß aber leider, Caro hat das gerade geschrieben. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt meinte. Ich habe schon wieder vergessen. Also Weltraumschlachten kannst du jetzt hier nicht spielen, ne? Die sind leider so nicht freigeschaltet. Halt auf Hoth konnte ich ja auch selber in den Dingern fliegen, aber so die Weltraumschlachten, nee, die sind. Also ich kann es gleich mal zeigen, was drin ist und was nicht drin ist nach der Runde. Auf der Gamescom haben wir ja gegeneinander den Weltraumschlachtmodus gespielt. Ja. Da hast du mich. Ich will nicht übertreiben, aber du hast mich ganz schön zerfickt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ach so, sie meint das vibrierende Lichtschwert. Aber Vibration, alle Hänger, wie wir es sind, denken doch da an was anderes. An Vibrator. Weil, Sex, hoho. Sag uns es. Witzig. Sex ist witzig. Weil ich tatsächlich immer lachen muss, wenn Leute irgendwie Penis sagen oder sowas. Ich bin ein sehr unreifer Kerl. Hast du eigentlich einen Vibrator, Jules? Eine ernst gemeinte Frage. Ich habe eine elektrische Zahnbürste. Kommt das dem nahe? Ja. Ja, dann ja. Ich habe einen. Aber okay. Das ist so ganz wie sagt man? Uneigennützig. Ja, genau. So könnte man ja brauchen. So mal. Sonst nehme ich das nur als Massagestab, so für den Rücken und so. Ich meine, lege ich das aufs Sofa, lege ich mich drauf und dann. Das ist schön. Okay. Also lachst du ständig beim Aktschuh. Zu welchem Akt meinst du, wenn ich ins Theater gehe? Ja, dann kommt es aufs Theaterstück an. Mach mal schneller spielen. Was hast du denn für ein Gewehr? Das sieht aus wie so ein alter Schießprügel. Ja, ein bisschen. Prügel, er hat Prügel gesagt. Und alt. Was soll Herr Prügel und alt gesagt? Hä? Wie war das? Lemon Party? Mhm.
So, und zwar drin ist Drop Zone. Das ist eben das, was wir gerade gesehen haben, wo die Pots vom Himmel runterkommen, die man verteidigen muss. Walker Assault, wo es ihm darum geht, die AT-80s aufzuhalten. Drin ist leider nicht Supremacy. Ich kann ja nicht ganz sehen, was es ist, aber heißt halt Vorherrschaft. Also ich gehe mal davon aus, das ist halt Conquest. Also wer Battlefield kennt, Conquest Fighter Squadron. Das ist wahrscheinlich das, was gerade angesprochen wurde, sind die Weltraumschlachten. Blast from the Past, keine Ahnung. Sieht ein bisschen nach Deathmatch aus. Droid Run, würde ich sagen, ist so ein bisschen Capture the Flag. Und Cargo, dass man eben von A nach B entweder was transportieren muss oder finden muss und verteidigen muss. Ah jo. Was noch drin ist, haben wir jetzt erst gerade noch Drop Zone gespielt. Und davor das Hoth Battle. Was jetzt noch drin ist, also beziehungsweise nicht drin ist, ist halt einmal Training Battles. Da spielt man eben dann einen der bekannten Star Wars Charaktere. Aber was noch drin ist, ist Survival. Auf Tatooine. Das kann man eigentlich im Koop spielen, aber mit Tim ist schon zu angetrunken. Dementsprechend spiele ich jetzt mal kurz noch alleine eine Runde, damit ich das auch mal zeige, einfach der Vollständigkeit halber. Und Jules sollte Lehrerin werden für Bio. Ich finde es schön, dass er Lehrerin schreibt. Ja, das ist sehr lieb. Jetzt habe ich aussehen das Intro weggedrückt, schade. Ich bin Tatooine. It's a trap. So, das ist jetzt nämlich einfach halt Welle nach Welle killen. Wie nennt man das? Horde oder so? Also bei Gears of War hieß es immer Horde. Ja. Hört her, ihr Bastis! Hier spricht Markus! Hier spricht Markus! Ich finde, hier kann man auch nochmal ganz schön sehen, wie gut die Sturmtruppen aussehen hier. Auch die Lichteffekte und so. Mei. Besonders, hinzu kommt, ich spiele gerade nicht auf Maximum, denn ein Spielstream plus auf Maximum stellen, das verträgt sich nicht gerne. Und es sieht schon richtig nice aus. Hoch. Headshot. Otto ist wieder da. Und er sagt, dass er uns nicht wegen unserer Tests hört. Er hat einfach Spaß, uns zuzuhören, Jules. Ja, ich hab ihn auch nicht getimed. Das ist doch nett. Das war Caro, aber Caro schwingt den Bannhammer sehr schnell. Sehr konsequent. Sehr zuverlässig. Aber auch sehr streng. Hab gekleckert. So. Kriegt eine 16er Freigabe, oder? Ich glaube schon. Das hier hatten wir ja auch zusammen auf der Gamescom gespielt, den Modus. Genau, stimmt. Im Splitscreen sogar. Es sah sogar im Splitscreen auf der PS4 ziemlich gut aus. Obwohl das nur so ein Standard-Monitor war, der da hing in der EA Super Lounge. Das ist ja jetzt cool. Sieht so ein bisschen aus wie bei Fallout 3 am Anfang, im Megaton. Der Atombombe. Ah! Macht doch mega viel Sinn, dass ich mit Laser auf das Ding drauf schieße. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nein! Hashtag Jules ist tot. Nee, lebe noch. Hashtag Hallo doch und nicht. Hallo, Erdhunter. Du Basti. Oh, wirst du gerade angegriffen, Jules? Nee. Wird Neues gerade angegriffen? Von Supernazis in.
Was redest du? Wie viel hast du schon wieder getrunken, Tim? Das willst du gar nicht wissen. Aber nur Wasser. Hier, weiß, nur Wasser. Da ist kein Wodka drin. Nein, nein. Ich esse dafür schön Spekulatius. Warum frisst du denn Spekulatius? Ich meine, es schmeckt schon gut, aber Spekulatius ist sowas, das liegt halt irgendwo rum. Das kauft man auch nicht. Irgendjemand hat das immer irgendwo rumliegen und dann frisst man das, weil es nichts anderes gibt. Und dann schmeckt das ganz geil. Oder im Tee. So, wenn ich beim Hammers mal zu Besuch bin, dann fresse ich Spekulatius und tunkel es in seinen Tee. Und dann guckt er mich so ganz angewidert an. Kakao? Trinkt man in Bremen nicht auch eher Korn? Ja, das stimmt tatsächlich. Also, so, sag ich mal, die alte Generation, so die Bremer, die trinken schön eintrinken, Korn. So, das stimmt schon, aber die jüngeren Leute trinken Wodka. Ich merke gerade, ist auch schade mit Samstag. Ne? Hast du schon was dazu gesagt? Ich nicht. Nee, ich habe noch nichts dazu gesagt. Ja, Samstag fällt aus, schade. Punkt. Ja. Mehr wissen wir tatsächlich nicht. Nach München zu fahren. Ja, ich wäre geflogen in meinem Helikopter, aber naja. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ne? Ne? Ich hab mega Bock gehabt, mal wieder deine Wangen zu streicheln. Morgen wird tief in die Augen zu sehen. Oh, sorry. Ja. Erzähl. Morgen beginnt übrigens die Spielemesse in Essen. Hm. Da war ich früher ganz oft, das war immer sehr geil. Ja, ich auch. Beziehungsweise ich bin da immer noch ganz oft. Ach so, echt? Ja, morgen auch. Fahr mit meinem Neffen hin. Bin mal gespannt, wie es ihm da gefallen wird. Da habe ich mal Dragon Ball Z-Karten damals gekauft. Und Star Wars-Karten. Passt sogar thematisch. Stimmt. Sieht ja auch alles wie ein bisschen auf wie ein bisschen Namek aus hier. Ey, ich bin zwar Bremer, aber ich finde die Bremer Stadtmusikanten so das langweiligste Märchen fand ich schon immer scheiße, auch als Kind. Darf man das als Bremer sagen? Ich glaube nicht, aber ich finde die Bremer Stadtmusikanten mega scheiße. Und auch die Skulptur ist mega langweilig und alle sind enttäuscht, wenn sie das sehen, das Ding. Es steht so richtig irgendwo in der Ecke und ist mega klein, mega unspektakulär und sieht überhaupt nicht geil aus. Wie dein Penis. Genau. Und bei Tekken Tag Tournament 2 ist es in einem Hintergrund. Was in Deutschland spielt natürlich, da laufen die Bremer Stadtmusikanten rum. Das ist ganz witzig. Echt? War nie aufgefallen. Also irgendwie, ich konnte es leider nur auf leicht einstellen, das Spiel. Weil, warum auch immer, man kann es ja Beta nicht schwieriger stellen und ja. Ist schon ziemlich leicht so. Und nein, es soll nicht mal ein schlechter Witz sein. Es ist halt einfach so. Nice. Schau dir gebannt zu. Weißt du eigentlich, wie die Sandleute, ne? Hier auf Tatooine, weißt du, was das für ein Geräusch ist, was die machen? Nee. Eigentlich, also wenn man es weiß, denkt man, oh, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Ich meine, ich weiß, was die für ein Geräusch machen, oder meinst du, oder willst du wissen, wie es heißt, oder? Kopf, ne? Weiß es jemand im Chat, das Geräusch der Sandleute, der Tasken, was meint ihr, was das für ein Geräusch ist? Genau, Death Hunter trinkt jetzt einen Whisky, das finde ich gut. Ich habe leider keinen da, das heißt im Wohnzimmer ist welcher, aber den hole ich jetzt nicht. Euch zuliebe. Es verwirrt mich gerade total, dass der ein Battlefield ist. Spiel. Bild ist. So, Mann. Battlefield. Ja, ich denke, jeden Modus zweimal gezockt. Mehr lässt sich aus der Beta jetzt auch nicht rausholen. Ja, eine Runde können wir noch. Dementsprechend, ja, okay.
Lass noch eine Runde Drop Zone machen. Das war echt cool. Ich glaube, ich habe gleich die Spekulatius-Zone vergessen. Weiß keiner, was die Sandleute oder die Taskenleute, was die für ein Geräusch machen? Ist ein Geräusch aus dem echten Leben. Ja, das ist ein Kampfschrei, das stimmt schon. Aber was es im Original ist, das ist ja kein Geräusch, was die künstlich erzeugt haben. Klar, irgendwie schon, aber es ist ein Geräusch, was es wirklich gibt. Und es sind keine Robben, Pinguinpet. Es ist aber ein Tier. Und jetzt nicht googeln, Ehrensache, nicht googeln. Das Geräusch kennt jeder von euch. Weil jeder hat Star Wars gesehen. Als Tipp, Godzilla, das der Godzilla-Schrei. Jules, weißt du das? Mhm. Was denn? Nee, das war eins. Mhm, was denn? Okay. Das sind so Elefanten. Oh. So ein bisschen verzerrt. Genau, Pinguin Pitz hat's raus. Esel. Ja, ihr habt gegoogelt, ihr. Ihr Lügner! Ihr seid doch Lügerer! Lügererinnen seid ihr. Ist das ein Esel? Fängst doch genauso an zu lügen wie allgemein. Ja, das ist ein Esel. Aber wenn du es weißt, hast du schon mal Esel schreien gehört? Genauso schreien die. Ja, ja. Das ist dann halt einfach komplett verkleinert oder was? Verlangsamt? Ja, denke ich mal. Verlangsamt oder schneller gemacht, je nachdem. Danke, dass du mich noch zu einer Runde überredet hast, du Basti. Du Borsti! Ja, Robben, so ein bisschen wie Robben klingt das, ne? Alien Robben. Diese Kill-Assists. Ja, ich hasse das immer, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich einen Kill gemacht und da stand nur Assist. Ansonsten wären jetzt irgendwie 99 oder so. Ja, das ist bitter. Worauf wirst du das denn spielen, Jules, wenn du die Wahl hast? Auf das PC. Testmuster, ja, okay. Ja. Wegen der Maus oder? Maus und Tastatur. Grafik. Hm? Dann von mir aus beides, aber hauptsächlich wegen Maus und Tastatur. Einfach weil ich auch damals schon die ganzen Call of Duty Multi-Mehrspieler, Battlefield 2, Battlefield 1942, alles durchgehend auf PC gespielt habe. Okay. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber das erste Battlefront war so ein ich hab 50 Euro übrig, kaufe ich mir einfach mal. Oh, das Star Wars, geil. Für die erste Xbox. Und das hat mich umgehauen. Das habe ich den ganzen Tag gespielt. Da hatte ich gerade Ferien, glaube ich. Mega viel Zeit gehabt. Und was habe ich das geliebt. Immer noch kein Kill. Dass die Sturmtruppen so ein Jetpack hatten und so. Das fand ich so geil. Und dann Darth Vader. Wie scheiße der aber auch aussah in dem Spiel. Darth Vader. Ja. Weißt du das noch? Ja, ja. Das Lichtschwert einfach nur so ein... Ja, Battlefront 2 tatsächlich erst letztens noch gespielt. Ja, das hat mich ja nie so gekickt. Ich fand das zwar mega geil, dass du dann richtig, du kannst auch Darth Maul spielen und so, du kannst mehrere Jedi spielen und Sith, aber hat mich nicht ganz gekickt wie Teil 1. Echt? Bei mir war es umgekehrt. Ich fand Teil 1 irgendwie nie so, aber Teil 2 hat mich dann richtig abgeholt, zumindest damals. Okay. Dann müssen wir das jetzt wo ausbumsen. Ich habe gehört, dass Jules den Raab ablösen wird und Tim löst Jauch ab. Stimmt das? Ja, das kommt, glaube ich, gut hin. Das war nicht nett. Also, da hast du die bessere Wahl getroffen, Jules. Echt? Ich mag den Jauch. Lieder, Linda, die Qualität kann man noch nicht einstellen, weil wir noch kein Twitch-Partner sind, weil wir zu Twitch-faul waren. Bisher, aber Jules sagt, ihr bist bald bestimmt Partner, oder? Das bestimmt und Twitch-Qualität kannst du auch einstellen, wenn du ab 100 Zuschauer. Ah, okay.
Aber wir haben das Ganze ja nicht hier schon vorher angekündigt. Das heißt, die meisten Leute sitzen jetzt vom Fernseher vor der Konsole oder in irgendeinem anderen Stream und von daher sind wir jetzt. Oder haben einfach keinen Bock, uns zuzugucken. Ja, das kann natürlich auch sein. Kann man nicht nachvollziehen, aber so ist das. Kann man nicht nachvollziehen, sehr schön. Wirklich. Dreckiges Drecksspiel. Ja, ich glaube, in unserem anderen Stream hatten wir weitaus mehr als also mehr Zuschauer als jetzt. Und da konnten wir auf jeden Fall die Qualität, also konntet ihr die Qualität umstellen. Liegt halt auch an der Zuschaueranzahl. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit Jan Hendrik und Tobias streamen mit zwei Zuschauern, dass sie dann nicht gleich alles auf HD stellen und dann so viel Twitch Bandbreite klauen. Yes, ich habe einen gekillt. 1 zu 10 bin ich jetzt. Fast war. Applaus. Applaus, Applaus. Für Julian Balthasar Laschewski. Dieses Balthasar-Ding. Irgendwann glaubt ihr das irgendjemand. Dudes, das ist raus. Das kannst du jetzt nicht mehr so tun, als wäre es ein Witz. Ich habe kein Problem mit meinem Ausweis. Doch, Ausweis war richtig. Heißt das Ausweis? Mein Ausweis in die Kamera zu halten. Okay. Ja, mach mal bitte. Nur um deine Lüge zu entlarven. Da hast du dir dann gefotoshoppt und das Balthasar wegretuschiert. Tim Wolfgang Hielscher. Ja. Tim W. Hielscher. Hört sich mal einiges besser an. Hallo Wolfgang und Jules. Ah, Julie ist da und macht sich gleich unbeliebt. Hier, Wolfgang. Hey, Julie. Why are you so pregnant? Nee, das war ein anderes, das ist Adventure Time. Ja, war das richtige Lied. Hey, Bimo. Why are you so pregnant? Da klatscht der Nachbar noch Applaus. Ja, ich würde sagen, die Runde ist wirklich mit Anlauf vor die Wand gefahren, in die Eier getreten und komplett für die Katz. War abzusehen bei deinen Skills. Ja, schön, dass du mich also gezwungen hast, nochmal zu spielen. Ja, so bin ich. Ja, du machst die Abmoderation, weil ich ja noch den Stream sehe, während er läuft. Also das Spiel. Runde ist noch nicht ganz vorbei. Nee, ich sag's nur schon mal, damit wir uns schon mal abspielen. Okay, tschüss. Basti. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, raus damit, weil gleich spiele ich Rock Band 4 und Transformers Devastation. Devastators? Keine Ahnung. Tim, streamst du das? Nee, das streame ich nicht. Ich kann nicht, wenn jemand guckt. Mal, warum denn nicht? Tja, das war's, meine Damen und Herren. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Das war ein kurzer Rumblepack. Stellt Battlefront Stream vor. Heute mit dabei Tim. Hallo. Und tschüss. Und ich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb. Und Stream wird nachgeholt. Der große 24-Stunden-Radio-Nukular-Stream mit Gast, Rumblepack und so weiter. Basti, Zeit. Tschüss. Tschüss.